Hallo Freunde der Spielkultur und willkommen zurück bei Total War Attila auf sehr schwer mit den Vandalen. Wir sind auf dem Weg, ja, Spanien zu erobern eigentlich, ne? Das wird unser nächstes Ziel. Wir haben in Italien zurzeit eine Seuche, wahrscheinlich eingeschleppt von den Lamborgaden. Wo ich einfach nur hoffe, dass sie sich jetzt nicht verbreitet, weil ich habe mit den Ostgoten den Handel eingestellt. Wahrscheinlich wird es das auch dann darin widerspiegeln, dass... wie heißt es? Dass mehr Einwanderung kommt. Da, die Langobarden. Die greifen im Moment Italien an. Ach du Kacke. Der darf ruhig sein Amt ausführen. Es geht auch sehr viel darum, mal den Ausbau unserer Städte wieder voranzubringen. Es bringt einfach 1800 Wohlstand. Darauf kann ich nicht verzichten, verdammte Hacke. Unterbricht die Einheitenverstärkung. Sind wir sonst im Moment irgendwo angeschlagen oder? Weil die Kaserne ist ja schön und gut, aber eigentlich brauche ich die gerade nicht. Ich brauche andere Gebäude. Was wollten wir hier bauen? Wahrscheinlich ein Weinhändler. Es bringt uns mehr Kultur. Schön, da haben wir nicht genug Geld fürs Forum. So, das letzte Geld geben wir aus für... Nichts Spezielles, oder? Schicken wir den erstmal runter. Der muss auf jeden Fall eine neue Truppe dann noch dazu bekommen. Der hat die Langbogen drin. Genug Hunde. Germanische Lanzenträger. Mittlere Schockkavallerie. Kommt Männer, kämpft für uns! Nehmen wir die noch mit. Dann haben wir den Ausbau da abgeschlossen. So, das sind die Plünderer, die wir hier hinten gebaut haben. Die haben schon die Plage. Wenn ich die jetzt in mein Reich hole, kriege ich die Plage bei mir auch. Also ich habe die ja eh in so ein paar Städten drin. Aber wie lange kann das dauern? Wie kann ich euch helfen? Gibt es wirklich nichts mehr? So, stell dich auf hier. Dann kann der hier die Leute konvertieren zur einzig wahren Religion. Flotte bereit. Militär macht plus 21, okay. Haben wir auch nicht mehr genug Geld fürs Wechseln. Nach einem Kampf. Sollten wir hier auch noch irgendwas ändern? Wahrscheinlich nicht, ne? Alles okay. Was wir aber machen können, ist unsere Spione schon mal wegschicken. Die können schon mal auf die andere Seite. Ach, das ist der gleiche Kack.
Boah, wie das im Kontrast wieder steht zu meinen Aufgaben. Ich soll das dämliche Spanien angreifen. Was ist? Ja, jetzt haben wir hier die Krankheit. Musterungsfeld nehmen wir weg. Die Tischlerei auch. Das wird keine Produktionsstätte hier für Waffen. Gepriesen sei der Vater! Wie kann ich euch helfen? Ach, ist komplett die Wiederauffüllung der Truppen hier gestoppt. Bewegt euch. Also der minus 8. Okay. Wie kann ich euch helfen? In Bewegung. Ja. Yeah. Gepriesen sei der Herr. Wie kann ich heute helfen? Weniger Chance auf natürlichen Tod. So. Minus 2. Wenn der fertig ist, kriegt der einen mehr sanitäre Anlagen für Provinz. Den können wir auch nochmal um einen erhöhen. Haben wir noch 6000. Marmorproduktion ist okay. Da werden auch die Brunnen weiter ausgebaut. Der Religion können wir eigentlich wegnehmen. Weiteres Forum. Ja, die Wassertanks können wir uns jetzt nicht mehr leisten. Obwohl, dann baue ich lieber hier die Wassertanks anstatt das neue Forum. Und hier machen wir die Umwandlung weg. Und dann bauen wir das Forum dahin. Die Kirche haben wir im Vorort. Bereit zum Kampf. Ja, was soll's. Niemand wird entkommen. Da haben die echt so eine große Armee da drin. Für den Stamm. Ach so, weil die Wachstube da drin hatten. Krieger. Seid tiefer Frieden mit euch. Seid gegrüßt. Wie kann ich euch helfen? Scheiß auf Religion hier. Ich muss meinen Geist zur Ruhe bringen. Ohne Kack, der soll lieber nach hier oben gehen und Stabilität sorgen. Wir werden erst einmal Lacca, Gades und Hispalis angreifen und einnehmen. Das wird erstmal für den Anfang reichen. Mal drauf dran denken, dass das Ganze ja auch irgendwie verwaltet werden muss. Das Geld muss ja auch stimmen. Bei Auswahl einer Fraktion wählt ihr auch eine Familie oder Partei innerhalb ihres politischen Systems. Alles gut. So, der ist nicht mehr loyal. Mal die Loyalität sichern. So, die kann Unterstützer suchen, du auch. Obwohl nicht der Mann die Frau immer lieber. Der Mann kann seinen Einfluss für andere Sachen besser gebrauchen. Zum Beispiel, um einfach Leute zu adoptieren.
Wenn die Leute in der Familie sind, können die auch nicht mehr so viel rummeckern. Holen wir mal alle in die Family. Toll, die Leute sterben, weil die auf hoher See sind, gerade sehe ich. Ich hoffe, nicht so viele gehen drauf. Ich hoffe mal, die Pest geht auch irgendwann. Also, wie lange kann die schon bleiben? Ich weiß gar nicht, wie lange das generell dann läuft. Hä? Da bezahlen wir die 25. So. Damit haben wir jetzt sehr viel Machteinfluss. Aber es ist schon okay. Wir haben niemanden, der das hohe Amt bekleiden kann. Haben wir mal drei Leute, die Heermeister werden können. Alles gut. Legt euch ins Zeug. Wir machen das anders. Wir schicken die hier an der Küste weiter lang. Da müssen die da nach Europa übersetzen. Aber Marseille will ich eigentlich nicht da oben. Ich erwarte eure Befehle. Na guck mal, hier haben sie auch angefangen, Brunnen zu bauen. Fischerpiers können bleiben. Die Ortschaft selbst so eingestellt zu lassen ist auch gut. Jetzt gucken wir mal, was bei Hispalis drin ist. Auch eine Wachstube. Warum setzt er denn so viele Wachstuben bei sich hin? Weil ich da unten im Süden stehe? Hat er Angst vor mir? Musst du auch gar nicht haben. Ich habe doch gar nicht vor, alle zu töten. Ich versuche ihn doch nur zu integrieren in mein Reich. So, Forum bauen. Die Brunnen sind gleich fertig. Das Handelspier wird auch aufgebaut. Genau, setzen wir den mal um. Gleich fertig. Noch mehr Essen. Na, hier haben wir auch schon die dämliche Vergiftung. Die öffentliche Ordnung auch noch ein bisschen drücken.
Aber kotzt schon an, ey. Statthalter, Baukosten. So, Baukostenreduzierung und Korruption verhindern. Glaube ich jedenfalls, dass ich es geklickt hatte. Ich habe übrigens Netflix entdeckt. Das Fränkische Königreich ist vernichtet worden. Wisst ihr, mit wie viel die anfangen? Die Basken wurden vernichtet. Der Familienstammbaum bietet euch einen Überblick über die Mitglieder der herrschenden... Psch, 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 alles gut. Warum bist du so angepisst? Einflussreicher als der Herrscher. Amt einem Untergebenen zugeteilt. Ich kann dich auch in ein Amt ziehen, wo du untergeben bist. Aber ich werde dich einfach adoptieren. Im Optimalfall sollte das schon die Probleme lösen. Dann haben wir hier schon minus 1. So, genau. Musterungsfeld kann weg. Die Brunnenanlage ist da gesetzt. Dann werden wir hier auch eine Brunnenanlage hinsetzen. Rinderherde ist auch gesetzt. Fischerei Piers. Da setzen wir mal Felder. Truppe ist auch bereit wieder zum Upgraden. Nehmen wir die Vorhutsache. Wisst ihr, was ein großes Problem ist? Wir belagern ihre Hütten. Ach, da dauert das 3 Runden für die Belagerungstürme. Dann machen wir 2 Runden für die Leitern. Das sollte reichen. Dass der keinen Katapult hat. Gibt auch keiner zu rekrutieren im Land selbst. So, weg mit der Wachstube. Da kommen auch Brunnen hin. Das sind nur die sanitären Anlagen für die Stadt selbst. Normalerweise können wir mit Industriegebieten hier echt was reißen. Dafür ist die Stadt einfach falsch aufgebaut. So, hier bauen wir das Auditorium. Ach, die hatte ich auch leer gemacht. Was wollte ich bauen? Auch noch eine Brunnenanlage wahrscheinlich, ne?
nehmen wir den noch mit. So, 1066. Wie kann ich euch helfen? Ich bin das Messer im Dunkeln. Ich werde nicht bei denen an Land gehen, bei den Ostgoten. Wir können auf dem Weg die Burgunder auch noch mitnehmen. Dann könnten wir hier bei Septimann können wir an Land gehen. Und dann nehmen wir Nimes ein, machen die Burgunder platt und Elne. Dann werden wir uns erstmal hier festsetzen. Dann können wir von Norden und Süden das Land aufmischen. Kacke, ich muss auch die Städte noch weiter ausbauen. So, du weiter nach Norden. Die Leute sind nämlich ziemlich angepisst. Wir brauchen die Hauptstadt von der Provinz. Okay, der kommt aus dem Nichts. Es heißt, ich hätte eine gute Chance zu gewinnen. Ich hab's erstmal automatisch gemacht. Ah, scheiße, hat doch nicht gereicht. Weil mit den Truppen, die hier standen, hätte ich nicht gedacht, dass ich gewinne. Das ist doof. So, Kräfteverhältnis hat sich verändert. Wir haben den Typen adoptiert. So, ihr könnt mal Gelder veruntreuen, weil es kostet viel Einfluss. Okay, das hat eine Loyalität von 3. Den können wir nicht beeinflussen. Kostet alles zu viel. Dann muss er versuchen, die Loyalität zu sichern. Beim anderen ist das nicht so schlimm, wie es gerade. Ja, und die haben jetzt auch die Seuche direkt in der Armee drin. Genau, da hatten wir hier die Brunnenrinderherde, das gesetzt. Da wir kein Pier haben, hätten wir eigentlich Platz für eine lokale Industrie oder sowas in die Richtung. Irgendwas, was viel Verschmutzung, aber auch viel Geld bringt. Scheiß Plündern hier oben. So, stelle ich auf. Wie ist das, wenn wir euch von der Steuer befreien? Ach, Steuer machen gerade mal minus 4 aus. Aber können wir es sein lassen. So, hier wird der Brunnen gebaut. Mehr sanitäre Anlagen. Und wo war er? Hippodiaro, Tipasa,
Da haben wir eine Einserstadt, da müssen wir mal eben auf 2 erweitern, damit ein bisschen mehr stationierte Truppen drin sind. Aidan Kichitan! So, noch eine Runde warten. Militärpräsenz macht hier oben gerade mal 6 aus. Das weitere Forum ist gebaut. So, die schicke ich jetzt komplett nach nicht ohne Seifenwasche Westen. Dann kannst du da aufräumen hinten. Was kann ich noch tun? Gepriesen sei der Vater. Wie kann ich euch helfen? Geh von Bord. Wenn es mal so wäre. Ihr braucht aber noch eine Runde, bis ihr von Bord gehen könnt. Also wo auch immer die Westgoten ihre Armeen verstecken im Moment, ist da nichts zu holen. Krieg mit dem Römischen Reich. Militäraktion gegen die Sarden, das haben die geliebt. Da müssen die ja total geil drauf gewesen sein, als ich die ausgelöscht habe. Nächste Runde brauchen wir hier Auditorium und alles. Sind aber leider Zeit schon wieder am Ende. Wir haben unseren Sitz in Südspanien eigentlich ausgebaut. Jetzt machen wir es im Norden, also an der nördlichen Grenze von den Westgoten, uns auch mal ein bisschen breit. Und ja, sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt, Let's Go Attila auf sehr schwer mit den Vandalen auf dem Weg zur Erfüllung seiner Mission. Bis dahin, ciao, euer Doc.